Wie kommen wir da hin? Ich würde ganz gerne. Kann der sich. Ach so. Leute, Idee ist da. Ja, wirst du wohl müssen. Aber ich muss mich auch erstmal orientieren. So. In Ordnung. Eine Spitzhacke, Diebeskraut, eine Piratenpistole. Wie hast du es jetzt hierher geschafft, Alter? Nein! Ich Idiot. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren gepflichteten Runde Let's Play Wizard 3 Titan Lords. Jawollo. Wir sind mit Bounce unterwegs und die Gegend sieht so super einladend aus. Deswegen speichere ich nochmal, obwohl ich das eben noch in der Aufnahmesession getan habe. Aber ich kacke mir in die Hosen. Ah! Ja, jetzt seht ihr auch warum. Jo! So kann man seine Munition auch verballern. Codes? Ja. Ah! Oh! Fang mich doch. Oh. Dankeschön, Bones. Dankeschön. Ey, mit diesen Lampen hier, ne? Hier oben, ihr seht das ja nicht, aber hier sind Lampen, die eiskalt mich schon wieder triggern. Alter. Puh. Speichern. Aber ein auf den, jetzt mal ernsthaft, ne? Haben die nicht normalerweise so Hühnerbeulen dabei? Ha, die wohl nicht. Gut, Laubmap sind. Oh, da ist schon die nächste super einladende Location. Wir sehen die nächste Höhle auf der Map. Was ist das? Oh, was ist hier los, Alter? Die Welt. Sieht sowas von. Es sieht nice aus. Ja, ist ein Spinnenkokon. Alles da, der Eingang zur Höhle ist so einer, wo man selber auch noch hochklettern darf. Und da haben wir zwei Ghule. Yes! Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Ah, es sind auch noch schwarze. Das sind Neger-Ghule. Keine Munition. Ja, keine Munition. Nice. Instant abspeichern. Instant, Leute. Weil da ist noch einer. Verdammte Schatten! Nice. Fingerblatt nehmen wir selbstverständlich auch mit. Oh yeah. Ich würde mich aber ganz gern erst hier umsehen. Natürlich speichern wir nochmal. Hauen hier uns den Proviant ein bisschen rein. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja. Wisst ihr, wo wir sind? Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnern könnt. Aber hier gab es in Wizard 2 ein paar Missionen. Und ich muss sagen, die Location hat sich seitdem etwas verändert.
Verflucht! Die Zuckerrohrfelder sind abgebrannt. Das ist der Sargnagel für diese Insel. Ohne Rum versinkt sie in der Bedeutungslosigkeit. Osorio, den kennen wir bereits, den Dude. Verschwinde, haben sie gesagt. Und der gute Osorio verschwindet auch noch. Selbst dran schuld. Ach, halt doch die Klappe. Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Wer mir? Diese ganze Insel. Ich sollte jetzt eigentlich in der Küche von Puerto Sacarico sitzen. Niemand hat rum und probiert. Was ist denn überhaupt los? Das ist doch... Die ganze Welt geht den Bach runter und du fragst mich, was los ist. Nur falls es dir entgangen ist. Ich sitze hier mitten in der Pampa. Echt wahr? Und die feinen Herren Soldaten sitzen da oben in meiner Küche. Was macht ein Koch bitte ohne seine Küche? Urlaub. Sich einen neuen Beruf suchen? Oder das? Du, ich sage dir, treib es nicht zu weit. Was willst du machen? Was ist mit der Plantage passiert? Na, wonach sieht's denn aus? Die Schatten haben hier gewütet wie eine Herde Warzenschweine und haben sich dann urplötzlich wieder aus dem Staub gemacht. Von dem Zuckerrohr ist so gut wie nichts mehr übrig. Dann gibt es also auch keinen Rum mehr? Goldrichtig, Junge. Es gibt nichts mehr bis auf meinen eigenen kleinen Privatvorrat. Dafür bin ich nicht gut genug. Scheiße. Silberzunge 40. Was hält dich hier noch auf Takarigua? Wehe, du fängst jetzt an zu lachen, aber... Naja, als die anderen mit dem Schiff abgehauen sind, habe ich gepennt. Als Koch hat man halt einen anderen Schlafrhythmus. Tja, und jetzt sitze ich hier mit den Eingeborenen. Immerhin bist du nicht allein. Ja, toll. Die verstehen doch kaum ein Wort. Brauchst du Hilfe? Brat mir einen Storch. Du bietest mir Hilfe an. Es gibt da tatsächlich eine Kleinigkeit, die du für mich tun könntest. Ja, was denn? Die wäre? Naja, vor kurzem hat mich ein Vogel in der Nacht bestohlen. Kam einfach vom Berg runter geflattert und hat sich meinen Goldbeutel gekrallt. Was für ein Vogel war das? Ja, was weiß ich denn? Ein Vogel eben. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es kein Suppenhuhn war. Also pass auf. Bring du mir meinen Goldbeutel wieder und ich überlege mir eine Belohnung. Sag mir nur Bescheid, wenn du dich auf die Suche machst. Warum gehst du nicht zurück in deine Küche? Oh, welch wunderbarer Vorschlag. Dir ist wohl nicht klar, dass die mich da oben wie einen Truthahn rupfen würden. Wirklich? Zivilisten dürfen sich nicht mehr in Puerto Sacarico aufhalten. Bei denen ist so dicke Luft, da ist mir der Rauch auf der Plantage 100-mal lieber. Woher kriegen die Soldaten ihr Essen, wenn der Koch fehlt? Essen? Die kriegen Fraß und kein Essen. Panschen einfach alles zusammen, was sie von Bord geschleppt haben. Die schönen Zutaten. Da kann man ja gleich ein paar Warzenschweine in einen Latz umbinden. Was ist an deinem Goldbeutel denn so besonders? Gar nichts. Aber wenn ich meinen Arsch mal von der Insel schaffen will, ist ein wenig Startkapital nie verkehrt. Macht Sinn. In welche Richtung ist der Vogel verschwunden? Das Vieh ist geradewegs zur Bergspitze im Süden geflattert. Welcher Berg genau? Na, der östlich von Puerto Sacarico. Du findest sicher ein paar Lianen, an denen du dich hochhangeln kannst. Okay. Abgemacht. Ich werde deinen Goldbeutel zurückbringen. Ich nehme dich beim Wort, Junge. Viel Glück. Danke. Neue Quest, auf und davon. Okay. Was kannst du mir verkaufen? Sieh dich einfach mal um. Ich brauche definitiv jetzt aktuell... Machete klingt natürlich super, ne? Benutzbares hat er. Oh, er hat Rum und Trank des Diebes. 30 Sekunden. Nehmen wir mit.
Gut. Kapuscheku? Gesundheit. Behalte deine Finger ja bei dir. Du nimmst was. Oh Gott! Gehört. Oh no, Racker! Du verstehst du jetzt? Okay, wir laden. Das war der. Sheku, was suchst du? Nix. Sheku? Was willst du? So. Oh no, Chaka. Oh no, Maloche. Ich habe kein Fleisch zum Braten. So. Osten. Berg. Damit ist wahrscheinlich dieser Berg hier gemeint, oder? Norden, Osten. Östlich, das heißt, der Vogel muss ja hier sein. Wir gehen auf Logbuch. Ha, ich bin so gut. Ich bin so gut, Alter. Das heißt, wir müssen dahin. Da wäre es doch fast sinnvoll, wenn wir... Ja, wir müssen ja von dort irgendwie dahin. Questziel gibt es zweimal. Okay. Wir speichern und machen das Viehzeug. Bambule, Gucho. Bambule. Dass wir die nicht ausnehmen können, Mann. Dass wir die eiskalt nicht ausnehmen können. Ono Palava Gucho. Sein Körper war schwach. Vor allem, ich kann die Sprache sogar noch ein bisschen. Ono Palava, kein Gerede, also. Kabuki, wir töten! Und wieder ein Vieh weniger. Jo. Ist aber nichts, worauf du stolz sein solltest, mein Bester, mein Freund, sozusagen. Wir haben die Schädelblüte erhalten und bewegen uns jetzt schon in die Richtung von Puerto Sacarico. Ob das so eine super geile Idee ist? Ich würde mich gerne hier nochmal umsehen. Jetzt krieg ich auch noch einen Schluck auf, oder was? Puerto Sacarico. Nee, da will ich eigentlich noch nicht hin. Wir haben nämlich auch eine Höhle gehabt, in der wir nicht waren. Und da gehen wir als allererstes hin. Ich schau nochmal eben auf Benutzbares. So, speichern. Und da geht's direkt weiter, wa? Überbelichtung ist da schon besser. Man muss sich ja auch auf das Wetter da draußen einstellen, ne? Mal scheint die Sonne, mal ist sie nicht da. So richtiger Trollmodus hier. So, die Höhle da. Speichern. Da gehen wir jetzt erstmal rein. Eine Kristallader. Die werden wir natürlich erstmal ausbeuten. Oh yeah. Man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Man geht durch die Gegend. Die Welt wird sterben. Die Leute gehen drauf. Und wir haben nichts Besseres zu tun, als uns hier... Komm raus! Ich hasse Spinnen, ey. Ohne Witz.
Ja. Gigi, da kommt gleich die nächste raus, du Affe. Vor allem, ich weiß das, ich sage es noch. Und trotzdem ist die schneller als ich von dem Movement her. Ja, das sehe ich genauso, Bones. Das ist nämlich der Punkt. Und da ist noch eine. Also, hinstürmen und auf die Fresse hauen. So. Weiter. Drauf auf die Uschi hier. Oh, yeah. Schläge für das Spinnenland. Ich hasse Insekten. Ja, ich auch. Vor allem, wenn sie so groß sind. Leck mich. Warum ist dieses Vieh so groß? Ist noch eine. Da hast du wohl recht, Bones. Wir brauchen Affen, Leute. Eindeutig. Ne. Wie kommen wir da hin? Würde ganz gerne. Kann der sich. Ach so. Leute, Idee ist da. Gut, ja, wirst du wohl müssen. Aber ich muss mich auch erstmal orientieren. So. In Ordnung. Eine Spitzhacke, Diebeskraut. Eine Piratenpistole. Wie hast du es jetzt hierher geschafft, Alter? Nein! Ich Idiot. Und nochmal. Gut, ich bleib. Ehrlich, wie? In Ordnung. Ja, natürlich. Ist klar, Bones. Ist ja sowas von klar, ey. Dass du da so easy peasy lemon squeezy hochkommst, ne? Oh mein Gott. So, ab nach unten. Zack, zack, ziemlich zügig. Gut, die wunderbar gruselige Spinnenhöhle wurde erforscht. Bones? Geil! Kommen Sie? Hättest mich auch heilen können, wenn du hier bist, ne? Gut, wir speichern natürlich nochmal. Und jetzt können wir uns in Richtung Puerto Sacarico aufmachen. Ich würde ja gerne schleichen können. Oh, hier ist eine Truhe. Die können wir natürlich auch mal leer looten! Leer looten! Wir haben sogar Zucker noch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hier würde ich ja was verstecken, ne? Wenn wir Schleichen gelernt haben, kommen wir sowieso wieder hierher. So viel steht fest. Was ist das da für ein Weg? Ja, das ist... Ja, kommen wir letztendlich auch nur da an, wo wir bereits waren. Das heißt, wir laufen jetzt direkt weiter... Puerto Sacarico, Ladies and Gentlemen. Da wollen wir hin. Oh yeah. Gut. Ich würde sagen, ja, wir speichern hier und beenden diese Folge.
Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es im Puerto Sacarico weitergeht, lasst mich durch ein Däumchen nach oben wissen, das wäre richtig, richtig fresh. Ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage Schimmede und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Thank you.